Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines schickes Toy, das uns der Ingenieur herstellen kann. Und zwar habe ich das einmal schon ausgesucht. Wir haben hier Atomara Rekalibrierer. Und ja, was macht das Ding? Setzt ein Gerät ein, das vorübergehend die genetische Zusammensetzung von jedem verändert, den ihr dazu bringt, sich draufzustellen. Und da werden wir jetzt dann gleich ein paar Testpersonen für suchen müssen. Bevor wir das aber machen, will ich einmal euch zeigen, wo ihr das herbekommt. Also ihr könnt da einmal ins Auktionshaus gehen und das euch kaufen. Das gibt es einmal hier für aktuellen Marktwert 22.900 irgendwas. Also ja, schon so im mittleren Bereich würde ich behaupten. Oder ihr sucht euch einen Ingenieur, der euch das craften kann. Und die dritte Möglichkeit, falls ihr da niemanden kennt oder an der Hand habt, könnt ihr euch das auch hier in Waldracken über einen Arbeitsauftrag bauen lassen. Und da suchen wir uns das mal raus. Atomara, da wird es nicht so viele Items geben. Und ihr seht, diese ganzen Materialien, die wir dafür brauchen, sind alle im Auktionshaus kaufbar. Und der Wert der Items ist jetzt hier bei mir gerade 8600. Vielleicht ist das bei euch ein bisschen niedriger, wenn das Video tatsächlich nicht ganz am Anfang der Expansion kommt, sondern ein bisschen später. Und ja, dann könnt ihr euch ein bisschen was sparen. Macht noch ein paar hundert Gold als Trinkgeld. Ich habe jetzt vorher mal Taschengeld gesagt, aber anscheinend ist das Trinkgeld rein. Oder die Provision, wie es hier steht. Und dann habt ihr das Ding vielleicht für ja, teilweise sogar die Hälfte an Gold, was ihr immer hart zahlen würdet. Gut, damit sind wir jetzt mit dem Vorgeplänkel durch. Ich würde sagen, wir probieren das Ding mal aus und schauen, ob wir ein paar Testpersonen finden. Also, einmal gelernt. Und dann stellen wir das Timer auf. Und natürlich, ach so, das sieht ja cool aus. Das sieht so aus, als ob es in den Boden reingeht, ne? Stellen wir uns mal selber drauf. Jetzt bin ich ein Worg. Interessant. Wenn ich jetzt nochmal drauf gehe, bin ich ein Gnom? Zwerg. Okay, mein T-Mog sieht absolut scheiße aus, wenn es nicht bei einem großen Chance ein Volpera. Ah, wieder ein Elf. Also man kann sich da quasi... das bin ich ein Mensch? Man kann sich da quasi in jegliche Rasse einmal umwandeln lassen. Das ist ja eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt. Kann dann immer wieder drauflaufen. Aber jetzt ein Ork bin ich noch nicht geworden, ne? Weiß nicht, ob da alle gehen tatsächlich. Es ist, glaube ich, die gleiche Reihenfolge wie vorher auch. Backklick. Also es ist auf jeden Fall eine Stunde am Start und Abklingen. Ah, okay. Es hat 12 Stunden Abklingzeit, aber es hebt halt eine Stunde, das Ding. Ah, jetzt bin ich ein Pandare. Okay, und das können... Ah, ein Trainer bin ich auch. Also es geht tatsächlich wirklich alles. Bloß muss man ein bisschen Glück haben, das zu kriegen, was man haben will. So, mein Hexer ist jetzt hier hinten auch noch. Bei dem kann ich es auch noch einmal ausprobieren. Ob das mit anderen Chars auch geht. Komisch. Also wenn ich jetzt mit dem drauflaufe, funktioniert es nicht. In dem Tooltip steht, dass es für alle funktionieren sollte, ne? Für jeden, der sich draufstellt. Sehr, sehr schade. Das klappt jetzt hier nicht. Der bleibt ein Mensch. Tut sich auch nichts. Wir kriegen keinen Buff. Also ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt ist von Blizzard oder ob es ein Bug ist. Wenn es ein Bug ist, dann ist es natürlich blöd. Und wenn es kein Bug sein sollte, ist der Tooltip halt ein bisschen irreführend, weil da ja steht, den ihr dazu bringt, sich draufzustellen. Ne? Also das impliziert ja, dass es für andere Leute quasi auch eine Veränderung herbeiführen müsste. Aber das tut es anscheinend hier nicht, was ein bisschen schade ist. Aber selber können wir es ausprobieren. Und wenn ihr immer schon quasi eine andere Rasse haben wolltet, aber dann nicht gewillt wart, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, könnt ihr zumindest temporär euch da in eine andere Rasse verwandeln. Gut, dann sind wir tatsächlich am Ende des kleinen Videos. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.